Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der Mountain Hill im Projekt From Zero to Hero. Ja, und wir haben die neue Version endlich hier. Und die wichtigsten Sachen, oh gut, eigentlich alles, was geändert worden ist, betrifft die Tiere. Wir haben zum einen wieder höhere Kapazitäten an Tieren. Wir sehen, hier könnten wir 1000 Schafe haben und hier drüben, lass uns mal hier kurz rüberrennen, 2000 Kühe gehen jetzt wieder in den Stall. Also das ist schon mal sehr gut. Eine der wichtigsten Neuerungen, Schafe und Hühner brauchen Stroh und machen Mist. Das heißt aber, wir brauchen eine Mistplatte und es gab so einen schönen Punkt oder ein Bild, will ich sagen, im Discord, wo der Misthaufen hin soll, nämlich hier. Dann würde er auch wohl sowohl Hühner als auch Schafe benutzen und das werden wir sehen. Ja, Schafstall groß und Hühnerstall, perfekt. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist Stroh, zumindest in den Hühnerstall. Aber damit wir das machen können, musste ich den Bührer jetzt schon mal losschicken. Der war noch mit Mist beladen. Und dann machen wir da mit dem Stroh weiter. Ansonsten ja, liegt hier mal wieder ein LKW schlafend. Ach ja. Komm, lass mal los. Kriege ich dich hingestellt? Oder muss ich die Ballen abladen? Ah, geht. Guck mal. So. Gut, der macht weiter. Der ist hier am Ballen sammeln. Hier ist irgendwo Kartoffelernte am Laufen. Das ist gut. Ballen, das ist Wasser. Das ist eine Seemaschine, die auf die 72 fährt. Genau, da müssen wir nämlich Mais ansehen. Perfekt. Das ist hier die Ernte. Ja, unser Mistfahrer, der braucht jetzt ein bisschen. Du bist Düngerstreuer. Wir hätten aber, guck mal, wir hätten noch Feld 3 zum Düngen. Dann machen wir dich doch ready. Und dann ab die Post. Hier Feld 86, das ist auch eine Mission hier, Roggen ernten, das läuft. Hier ist ein Abfahrer dazu. Seemission, ne, nicht Seemission, das ist unser eigenes Feld, die 45, die hier angesät wird. Der wartet hier, ja, Kalkstreuer von der 23. Oh, guck mal, hier ist einer angekommen, der will arbeiten. Ja, wir müssen gucken, was wir noch zu tun haben. Ja, zack, zack, zack. Abfahrt. Doch, Abfahrt. So. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Was haben wir denn hier noch? 235 Heuballen. Ja, wir müssen nur gucken, wenn wir die abgeben, wann wir soweit sind, dass wir dann das Heu in unsere eigene Pelletproduktion rüberschubsen können. Das wird ja auch bald soweit sein, denke ich mal. Ansonsten, wir haben 800.000 Euro auf dem Konto. Wir sollten überlegen, mal wieder shoppen zu... Ach nee. Oder ja, wir können shoppen gehen, weil wir ja die, das Sägewerk haben wollen. Können wir ja vielleicht in der nächsten Folge machen. Ja, wir haben jetzt heute haben wir uns über die neuen Sachen vom Update unterhalten und dann machen wir den Rest morgen. Dann gucke ich nämlich auch, ich muss es nochmal hier kurz einstellen, Mais. Da brauche ich nämlich auch noch ein, zwei neue Mods, die ich gerne dann dazu haben möchte.
Gut, wir kommen immer noch nicht dahin, dass wir auch den Wald gleich kaufen können. Mal gucken. Hätten wir noch irgendwas Schickes? Ballenpressen? Ja, komm, wir hätten noch zweimal Düngen. Das nehmen wir gleich dazu. Aber haben wir irgendwas Fettes zum Verkaufen? Zucker zum Beispiel. Guck mal. 350.000. Kalk wäre auch gut. Aber Kalk brauchen wir selbst. Biogas. Biogas, das ist doch gar nicht so verkehrt. Warte mal, der... Ja. Dann lassen wir den doch mal Biogas verkaufen. So, das wäre dann Produktion, Biogas holen, irgendwo verkaufen. Biogas. Los geht's. Ja, irgendwie werden wir das Geld zusammenbekommen. Und dann geht das in den Wald. Da freue ich mich auch schon drauf. Mit Vollernter und Holzautoload werden wir dann arbeiten. Weiß gar nicht, habe ich die Holzautoload schon hier mit drin, die Anhänger? Ich glaube nicht. Das sind nur die Standardgeschichten. Also da muss ich auf jeden Fall mich bis morgen noch drum kümmern. So, du bist voll. Du fährst zum Viehhändler. Okay. Wo ist der zweite? Der ist schon auf dem Weg. Ach, hier liegen auch noch die ganzen Silageballen. Wir kommen mit den Ballen nicht mehr hinterher. Das ist der Wahnsinn. So, und wer ist schneller? Ja, der LKW. Hallo. Wusch. Einmal dran vorbei. Ja, ich will nur gleich mal gucken, wie viel Prozent wir dann schon abgegeben haben, wenn der abgeladen hat. So, ist eigentlich unser Bührer, der Bührer, der ist schon leer. Das ist gut, das heißt, der ist auf dem Weg zurück. Dann können wir da nämlich gleich die Strohgeschichte noch in Angriff nehmen. Der Schafstall hat noch ein bisschen Stroh von damals, sag ich mal, wo das schon mal gegangen ist. Aber der Hühnerstall nicht. Aber das Gute ist, dadurch haben wir na klar auch mehr Mist, der produziert wird. Und da können wir dann hoffentlich unsere Düngerproduktion immer besser und weitergehend befeuern. Ist ja auch wichtig. Das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. So, wie lange brauchst du noch? 2 Minuten? Okay. Ja, komm, dann lass uns mal ein bisschen weiter schauen, ob wir noch irgendwas zu tun haben. So, der ist auf dem Weg zurück. Hier ist wieder Kalk auf die 23 unterwegs. So, hier wird Roggen abgeladen, auch beim Tierhändler. So, der ist hier bald fertig. Das heißt, wir können dann hier mit der Walze direkt auf die 45 rum. Dann geht das weiter. So, du hast Biogas geladen. Sehr schön. Bringst das zu Reifeisen. Das hört sich gut an. So.
So, du bist noch weit entfernt. Wir brauchen den anderen. So, das sind Kartoffeln. Den hier. 45 Sekunden. Trommelwirbel. Ja gut, wir werden noch nicht ganz fertig werden mit der Mission, aber es wird eine Menge Heu übrig bleiben. Das ist ja das Wichtigste für uns. Dass wir... Oh, oh. Ja, gut. Hat gerade so geklappt. Dass wir da eben genügend Überschuss produzieren, die wir dann andersweitig verarbeiten können. So, Törchen auf und Rinder damit. Wenn wir sind jetzt bei 64% von der Mission, also fehlen 36%. Ah, guck mal, wir sind bei 84. Oh. Nimmt er die noch? Ja, auch noch 86. Das heißt, der nächste LKW müsste eigentlich das Ding erledigen. Dann stelle ich den jetzt knallhart um auf die Pelletfabrik. Nicht Verkaufsstellen, Produktion, Pellets, Kügel. So. Dann haben wir das. Ja, guck mal, wir sind hier angekommen wieder. Dann würde ich sagen, lass uns ein bisschen Stroh fahren. Zu den Hühnern war das genau. Wobei wir na klar auch bei den Schafen gleich noch mal ein bisschen nachschmeißen können. So, Stroh. Gut, wie gesagt, die Hühner und Schafe, das wird jetzt nicht so sonderlich viel sein, was die produzieren. So, mal gucken, ich weiß nicht, ob das auch hier reingeht. Ja, passt. So, gucken wir mal. Tiere, Hühner. Wie viel Stroh passt da rein? Einiges. Meine, wir haben im Moment genug Stroh, also werden wir das auch schön erstmal voll machen. Und der nächste Wagen. Ja, im Grunde könnten wir aber auch jetzt massiv die Kühe aufstocken. Wenn wir jetzt wieder 2000 Tiere hier reinbekommen in den Stall. Wir müssen sie zwar bewirtschaften können, aber das sollte, glaube ich, machbar sein. Wo ich meine, Futter ist aktuell voll. Da können wir, glaube ich, durchaus noch mal ein paar Tiere kaufen. Oh, da kommt Geld rein. Ich glaube, wir verkaufen gerade Biogas. Uiuiui. Ja, jetzt sind wir schon bei über einer Million. Das ist gut, das ist sehr gut.
Weiß nicht, wie viel Gas haben wir jetzt noch? Biogas, ja gut, sind jetzt noch 7000 Liter, das ist jetzt nicht mehr die Welt. Aber wir hätten Heu und Strohpellets zur Not noch. Aber wir haben keinen Abfahrer. Wir haben keine Abfahrer aktuell. Das sieht schlecht aus. So, der Hühnerstall bräuchte auch Nahrung. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Gerste hier im Silo. Könnte man da auch gleich noch mal ein bisschen nachfüttern. So. Lassen wir es jetzt erstmal mit Stroh gut sein und werden uns um ein bisschen Futter kümmern. Ja, die Düngefabrik braucht Diesel. Das kriegen wir auf jeden Fall auch relativ schnell hin. Da müssen wir nur den C-Tor. Oh, bleibst du stehen? Den C-Tor dann mal losschicken. Ja gut, 4000 Liter ist jetzt auch nicht mehr so viel, aber ein bisschen kommen wir aus damit. Lohndienstleistung auf Feld 10 ist abgeschlossen. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, jetzt ist alles, was jetzt noch auf dem Feld liegt, gehört uns. So, das heißt, wir können auch da die Mission rein theoretisch abschließen, weil gepresst sind die Ballen ja. Die müssen ja nur noch weggekarrt werden. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Na, guck mal, er ist fertig. So. Ach, die Walze, die kann schon mal auf die 45 ausrücken. Die können wir dann morgen in Gang setzen. Ich will eigentlich nur die beiden, den da, genau. Der geht jetzt dann auch an die Pelletfabrik. So. Ist der zweite, der ist gerade angekommen. Gucken wir mal, wie viele Ballen jetzt noch da sind. Ja, komm, fahr rauf aufs Feld. Komm. Um. 177 Ballen. Ich glaube, da kommen wir eine ganze Ecke mit aus. Aber ich würde sagen, die Mission. Schließen wir noch ab und ich habe hier gesehen, pflügen zweimal. Sehr gut. Wir kommen dem Wunschziel immer näher. Wir kommen dem Ziel näher. So, pflügen, Feld 41. Wir schicken die noch los auf die Felder und du gehst dann auf die 95. So, dann würde ich aber sagen, wir haben für heute genug getan. Wir sehen uns morgen wieder, dann auch mit Sägewerkkauf und vielleicht sogar auch mit dem Waldkauf. Werden wir sehen. Also, es bleibt spannend. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Ja, und damit tschüss und bis dahin.